Hallo zusammen, ich wünsche euch ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist super Wetter draußen, fast schon wieder zu warm rauszugehen, aber perfekte Bedingungen, um ein neues Video zu drehen. Und heute geht es um das Thema New Work. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen. Das Thema New Work ist für mich auch schon ein bisschen neuer, also das kenne ich noch nicht so lang. Aber ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und finde, es ist ein doch sehr interessantes und wichtiges Thema, egal ob von Arbeitnehmer- oder Geberseite aus oder einfach allgemein, weshalb ich ein paar Punkte mir rausgesucht habe, recherchiert habe und zusammengetragen habe und euch heute vorstellen werde. Zur Begriffsdefinition ganz kurz, was ist New Work überhaupt? New Work beschreibt den Wandel der Arbeitswelt durch die Digitalisierung und setzt den Menschen wieder mehr in den Fokus. Also vor, mittlerweile schon eher Jahrzehnten, oder wobei so lange ist es auch noch nicht her, haben Firmen vor allem Zahlen und die Zahlen, Gewinne und so weiter in den Mittelpunkt gesetzt. Aber das hat natürlich die Folge, dass Arbeitnehmer sich nicht geschätzt fühlen und dadurch vielleicht auch die Firma verlassen. Und jeder, der ein bisschen mehr in dem Thema drin ist, weiß, dass ein Arbeitnehmer gehen automatisch Know-how geht und das auch eine größere Lücke ist, weil bis sich eine neue Person oder so in das Thema eingearbeitet hat, dass sie auf dem Wissen ist von der Person, die die Stelle davor besetzt hat, dauert es seine Zeit und Zeit ist Geld. Und deswegen ist der Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeiter für ein Unternehmen sehr essentiell und wichtig, vor allem wenn es gute Mitarbeiter sind. Und daher ist es auch wichtig, den Mitarbeiter wieder in den Vordergrund zu stellen und ihm die Arbeit am besten so bequem wie möglich zu machen, in dem Sinne bequem, dass jeder eben gerne zur Arbeit geht und gerne arbeitet. Wie das Ganze aussehen kann, schauen wir uns gleich an. Erstmal noch zwei Key Facts. Und zwar, was bedeutet denn New Work für Arbeitnehmer? Und zwar zum einen bedeutet es mehr Entscheidungsfreiheit bzw. mehr Mitentscheidungsrecht, denn Aufgaben werden immer komplexer, können nicht mehr konkret abgehakt werden. Dementsprechend müssen auch täglich die Mitarbeiter Entscheidungen treffen, ohne bei jeder Kleinigkeit eben zu dem Vorgesetzten zu laufen und den um Rat zu fragen. Und dadurch bekommt der einzelne Mitarbeiter eben auch immer mehr Bedeutung. Es gibt mittlerweile auch schon verschiedene Organisationsmodelle, die das Ganze mit einfließen lassen. Wenn wir eine klassische Organisation haben, dann haben wir so Linienmodelle oder Matrix-Organisationen und mittlerweile ändert sich das alles, wird ein bisschen offener, flexibler. Beispielsweise das Organisationsmodell der Holokratie, das beschreibt gar keine festen Arbeitsgruppen und Leiter mehr, sondern das sind einfach nur noch Arbeitskreise. Und jeder hat eben Kompetenzen und Entscheidungen in seinen Kreisen selbst. Ja, und mehrere Kreise setzen sich dann wieder zu höheren Organisationsstrukturen eben zusammen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn eben einzelne Mitarbeiter mehr Entscheidungskraft haben. Das Zweite, was New Work mit sich bringt, ist das Thema mehr Freiheiten und flexible Strukturen. Beispielsweise vor allem jetzt durch die Pandemie sind Modelle wie Homeoffice sehr bekannt und beliebt geworden, weil ja teilweise auch die Pflicht dazu bestand. Und das sind jetzt eben ja, Dinge, die viele Arbeitnehmer auch gerne weiterhin machen würden. Und ja, auch das führt eben dazu, dass zum Beispiel die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt. Weitere Modelle sind zum Beispiel auch eben Coworking Spaces. Das bedeutet ein offener Raum, in dem Platz für Kreativität ist, Platz für teilweise Ruhe oder Lärm, je nachdem, was man bevorzugt. Platz für anderes Denken, andere Räumlichkeiten, eine andere Umgebung, um einfach seine Gedanken auf die Arbeit zu fokussieren und besser arbeiten zu können. Aber auch Modelle wie zum Beispiel geteilte Arbeitsplätze nimmt tatsächlich doch zwar langsam, aber dennoch zu. So können sich dann zum Beispiel Mütter, die in Teilzeit arbeiten, eine Führungsposition teilen und müssen nicht darauf verzichten, nur weil sie jetzt eben Mütter geworden sind. Und ja, sowas wird eben immer beliebter. Denn es ist ja auch so, dass viele arbeiten wollen und auch die Möglichkeit haben wollen, Karriere zu machen, beispielsweise mit Familie. Nicht trotz, sondern mit Familie. Und solche Modelle und solche Neuerungen ermöglichen eben, dass man nicht eine Work-Life-Balance hat, sondern eher so ein Work-Life-Blinding. Auch das Thema flexible Arbeitszeiten nimmt immer mehr zu. Beispielsweise mittlerweile ist es seltener, vor allem in modernen und IT-lastigen Firmen so, dass man eben stempelt oder
sonst was, sondern dass es eben beispielsweise mit der Gleitzeit ist, Vertrauensarbeitszeit. Ich hoffe sehr stark, dass Unternehmen das als Chance sehen und nicht als Herausforderung, beziehungsweise Herausforderung ist es auf jeden Fall, weil ein Wandel ist immer eine Herausforderung, aber es ist eher eine Chance, eben zu investieren in die Zukunft, denn wenn Arbeitnehmer zufrieden sind, werden sie auch bleiben und werden sich gerne beispielsweise weiterbilden und gerne mehr abliefern, als sie müssen. Denn wenn es alles Spaß macht, dann arbeitet man ja gerne dran. Da das Ganze jetzt ein bisschen lang geworden ist, würde ich sagen, splitten wir das in zwei Teile auf. Lasst mir gerne eure Meinung mal unten in den Kommentaren stehen, was ihr davon haltet und wie wichtig euch solche Faktoren wie Flexibilität oder Freiheiten oder auch Verantwortung sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.